Meine Fastenzeit begann am Entlastungstag mit einem Basentee. Der gewohnt ungesunde Kaffee musste heute natürlich weichen. Nebenbei erledigte ich wie gewohnt meine Sachen am PC. Zum Frühstück gab es dann einen frisch gepressten Saft. Zwischendurch ein paar Nüsse und Trockenfrüchte. Zum Mittag gab es Ofengemüse, vegane Remoulade und Reis. Leider plagten mich heute Nacken- und Kopfschmerzen. Zum Abend gab es Reis mit Tofu sowie einen gemischten Salat. So, guten Morgen. Wir haben früh am Morgen und mein Frühstück ist Bittersalz. Zum Fasten gehört das Abführen dazu. Und ich habe mir schon einige Videos angeschaut, das Zeug soll richtig eklig schmecken. Ich bin mal gespannt, was auf mich zukommt. Wobei vor dem Trinken und Abführen habe ich gar nicht so viel Sorge. Worüber ich viel mehr nachdenke, ist, ich habe ja 3 Kinder und noch schlafen sie zwar alle, aber es dauert ja einige Zeit, bis das Zeug wirkt. Und gerade die Kleine ist, die ist ziemlich anhänglich und ich hoffe natürlich, dass ich meine Toilettengänge schaffen kann zu Zeiten, wo sie noch schläft oder abgelenkt ist. So, ich bin gespannt, wie das Zeug jetzt schmeckt. Ich habe ziemlich Respekt davor. Man soll das Auflösen in Wasser, in lauwarmem Wasser. Aber ich bin eine, ich kriege ekliges Trinken grundsätzlich sehr schlecht runter. Auch mit Nase zu halten und was da immer empfohlen wird. Deswegen werde ich nur ein bisschen Wasser nehmen, das darin auflösen und hinterher das große Glas dann hinterher trinken und wahrscheinlich auch noch mehr, denn man soll ja einen halben Liter Wasser dazu trinken. Also. Umrühren, bis sich alles aufgelöst hat. Und man kann hinterher in ein Stück Zitrone beißen, dann soll der Geschmack nicht ganz so eklig sein. So. Ich habe mich übrigens für das Bittersalz entschieden. Normalerweise nimmt man meistens Glaubersalz, aber nach und nach nimmt man eher Bittersalz. Das soll nicht ganz so heftig sein, also ein bisschen schonender für den Körper. Es riecht schon mal nach nichts. Prost! Ich muss ehrlich sagen, es war gar nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Und das Glas hinterher. Oh, Zitrone ist sowieso gut. Das war's. Nun schauen wir mal, was passiert. Lassen wir die Spiele beginnen. Der zweite Fastentag begann wieder mit einem Basentee. Zum Mittag gab es dann die berühmte Fastensuppe. Und anschließend ein wenig Bewegung an der frischen Luft.
Zum Abend gab es einen frisch gepressten, verdünnten Orangensaft. Der dritte Tag ist vorbei. Er war eigentlich ja, ähnlich wie die anderen auch. Ich habe morgens meinen Tee getrunken, ich habe den Einlauf gemacht. Dann habe ich mittels YouTube-Video ein bisschen Morgengymnastik gemacht. Ich war ein bisschen spazieren. Habe mich dann so durch den Tag gehangelt, unter anderem eben mit Beschäftigen der Kinder. Mittags gab es dann wieder das Süppchen. Ja, ich muss zugeben, diese Theorie, ohne Salz das zu essen, ich kriege das Zeug nicht runter. Also natürlich esse ich da ein bisschen, aber wenn das zu viel ist, also so eine ganze Schüssel kriege ich nicht. Und deswegen habe ich da ein bisschen Salz dann noch zugemacht. Also deutlich weniger, als ich sonst machen würde. Aber schon so, dass das ein bisschen mehr Geschmack dann bekommt. Nach dem Essen habe ich mich dann mit einem Leberwickel ins Bett gelegt. Das heißt, ich habe dazu feuchte Tücher auf meine Leber gelegt, diese dann mit einer Wärmflasche bedeckt und das Ganze dann in Handtüchern eingewickelt. Und habe mich zusammen mit einer geführten Meditation dann eben so lange hingelegt, bis meine Tochter wieder aufgewacht ist. Der Hunger hält sich nach wie vor eigentlich in Grenzen. Also es ist nicht so das typische Hungergefühl, was man sonst kennt, also kein Magenknurren. Aber man merkt schon, dass das irgendwie leer da drin ist. Und zusammen mit diesem Appetit ist das eigentlich kein schönes Gefühl. Also auch nach 3 Tagen ist dieser Appetit so groß, dass mich das schon fast wütend macht, wenn ich nicht zusammen mit meiner Familie was essen kann, insbesondere wenn es darum geht, dass irgendetwas nicht aufgegessen wird und auch nicht eingefroren werden kann, sondern dann eben droht, weggeschmissen zu werden, dann ist das, ja, das ist kein schönes Gefühl. Ja, und irgendwie diese Ablenkung so funktioniert auch nicht richtig. Deswegen haben wir nachmittags dann einen Film geschaut. Normalerweise ist bei uns nur Wochenende Filmzeit sozusagen. Jetzt haben wir den Mittwoch gehabt und einfach zur Ablenkung, damit ich 1,5 Stunden lang mal nicht ans Essen denken muss, haben wir uns dann angeguckt. Natürlich auch hier wieder muss man sagen, wenn ich jetzt eine Tüte Chips gehabt hätte oder ein bisschen zu knabbern und wenn es nur ein paar Nüsse oder Rosinen sind, das wäre wesentlich schöner. Aber wenn der Film in einem Moment ist, wo es halt wirklich fesselt und man gar nicht ans Essen denkt, dann ist das wesentlich erträglicher. Das heißt, als der Film vorbei war, da war dann eben wieder Abendessenzeit. Und somit konnte ich dann mein Highlight des Tages dann löffeln, meinen Orangensaft. Das ging dann schon. Aber schön ist das Ganze auf jeden Fall nicht. Heute ist der 4. Tag angebrochen. Ich gehe jetzt spazieren. Es ist ungefähr 7:30. Ich bin mit einem ja, eher negativen Gefühl aufgewacht. Ich habe immer noch Nackenverspannungen. Ich habe schlechte Laune. Aber jetzt nicht so schlimm, als dass ich es als Fastenkrise bezeichnen würde. Sondern es geht irgendwie immer nur ums Essen. Das ist so schlimm, dass sich alles nur ums Essen dreht. Es gibt so viele schöne Sachen im Leben, auf die ich mich gerne konzentrieren würde. Aber ständig kreisen die Gedanken ums Essen und was ich alles essen könnte und würde. Das ist nicht schön. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, dass Leute abbrechen oder lieber in eine Fastenklinik gehen. Denn da ja, ist man eben mehr abgelenkt. Das ist was Neues, das ist was anderes. Man ist unter Gleichgesinnten. Aber so zu Hause, allein als Einzige aus der Familie, ich meine, die anderen, die nehmen schon Rücksicht. Die haben zum Beispiel, wir haben das ausgemacht, dass die sich eine Woche lang, Annika nicht so, eine Woche lang gesund ernähren. Das heißt, Zucker und Weißmehl ist für diese Woche rausgeflogen. Das macht es schon ein bisschen einfacher. Aber es ist schon, ja, nicht schön. Abbrechen werde ich nicht, denn ich weiß ja, wofür ich das mache. Ich möchte das ja, um mein seelisches Gleichgewicht wiederherzustellen und mehr Motivation und Lebensfreude zu haben. Aber bisher muss ich sagen, habe ich nicht das Gefühl, als wenn das innerlich etwas
mit mir macht. Also ich habe ja immer gesagt, selbst wenn das nichts bringt in dem Sinne, also nicht spürbar, dann habe ich wenigstens meinem Körper etwas Gutes getan durch den Verzicht und die innerliche Reinigung. Aber ich muss ehrlich sagen, diese innerliche Reinigung, die spüre ich noch nicht. Sie ist sicherlich da, aber angenommen, ich würde jetzt aufhören, hätte ich nicht das Gefühl, als wenn ich in dieser Zeit irgendwie etwas erreicht hätte, also auch innerlich. Und ich habe auf jeden Fall heute den Einlauf nicht gemacht, weil irgendwie, ich hatte gestern schon ein komisches Gefühl. Ich verstehe nicht, wie Leute das so befriedigend finden. Also ich habe nicht das Gefühl, als wenn ich mich damit reinige, etwas sauber mache, sondern eigentlich eher, als wenn es ein Eingriff in den Körper ist, den mein Körper zumindest nicht haben möchte. Ich werde mal gucken, wie sich das verhält, ob es einen Unterschied gibt zu den letzten Tagen. Man sagt ja, ohne Einlauf können die Giftstoffe, die sich im Darm durch den Reinigungsprozess ansammeln, nicht ausgeschieden werden, was dann zu Rückvergiftung und Kopfschmerzen führt. Ich habe die letzten Tage sowieso Kopfschmerzen, auch mit Einlauf und Reinigung. Ja, insofern weiß ich noch nicht, wie das weitergeht. Aber wir werden sehen. Mitte des Tages ist Halbzeit. Mal gucken, ob ich das dann anders sehe, ob noch das Fasten hochkommt. Aber Stand jetzt bin ich eigentlich leider sehr enttäuscht. Schade. Naja, schauen wir mal. Der fünfte Tag ist beendet. Der Tag war wie die anderen auch. Insofern mache ich jetzt kein Videotagebuch dazu. Das wäre dann auch mit der Zeit langweilig. Meine Stimmung ist wie immer. Das Essen war wie immer. Spaziergang, Leberwickel, bla bla. Alles normal wie immer. Insofern gibt es nichts Neues. Aber ich hatte am Abend irgendwie den Impuls, dass ich meine Fastenzeit um einen Tag verkürze. Eigentlich hatte ich meiner Familie gesagt, ich faste gerne 7 Tage, habe mir persönlich aber vorgenommen, mindestens 5 Tage durchzuhalten. Diese 5 Tage habe ich nun geschafft. Jetzt sofort abzubrechen, dafür fühle ich mich dann doch eigentlich zu gut. Denn mir geht es halt wie immer. Das Einzige, was halt echt nervig ist, ist der Appetit. Aber wenn ich mit dem Gedanken, die Zeit um einen Tag zu verkürzen, damit habe ich mich irgendwie richtig gut gefühlt. Und auch heute, der Start in den Tag ist aufgrund dessen, dass ich sage, heute noch durchhalten und morgen habe ich es geschafft. Da fühle ich mich irgendwie ja, deutlich besser. Ansonsten würde ich sagen, meine bisherige Fastenzeit war, ich würde mal sagen, untypisch. Ich habe ja viele Videos mir angeschaut und viele Online-Berichte dazu gelesen und die Fastenzeit ist halt eigentlich ziemlich ähnlich. Man hat einen relativ leichten Start, dann kommt das Fasten tief, dann folgt das Fasten hoch und anschließend halt das Fastenbrechen. Und bei mir ist irgendwie alles ausgeblieben. Also ich hatte weder einen leichten Start, mir fiel es ziemlich schwer, auf Essen zu verzichten. Ich hatte aber auch kein richtiges Fastentief. Ich hatte aber auch kein Fasten hoch, also ich hatte nicht irgendwie diese geistige Klarheit, ich hatte nicht Motivation, plötzlich einen Energieschub oder alles, was eigentlich so positiv immer von anderen berichtet wird, das hatte ich absolut gar nicht. Ich meine, jeder Körper ist anders, bei manchen kommt es auch erst deutlich später, aber in meinem Fall war das halt eben nicht und das ist irgendwie ein bisschen demotivierend, wenn ich so gar keinen Erfolg eigentlich spüre. Er ist sicherlich innerlich da, aber ich spüre ihn eben nicht. Ja, und deswegen werde ich dann heute noch durchhalten und morgen wahrscheinlich mein Fasten brechen. Guten Morgen, das Fastenbrechen steht an. Aber ich werde nicht wie gewöhnlich mit einem Apfel beginnen, sondern für mich geht die Darmreinigung oder Darmsanierung nun weiter. Ich werde also heute Zeolit und Flohsamenschale trinken, damit die Giftstoffe im Darm nochmal gesammelt werden, ausgeschieden werden und so weiter. Es gibt genug im Internet nachzulesen, es wäre zu lange, um das alles zu erklären. Aber damit tue ich meinem Darm hoffentlich Gutes, schaden kann es auf jeden Fall nicht. Und damit starte ich. Das Glas Wasser am Morgen habe ich schon getrunken, jetzt ist eine Viertelstunde nach dem vergangen. Und jetzt kann ich das trinken. Und da bin ich mal gespannt, ob ich das rechtzeitig trinken kann.
Man muss das ja rechtzeitig schnell runterkriegen, weil das sonst schnell puddingartig wird und darauf habe ich natürlich gar keine Lust. Abgesehen davon soll es ja im Magen und so weiter andicken, damit es seinen Zweck erfüllt. Also rein damit und schnell runterkriegen. Nicht so lecker. Ich muss sagen, diese Flohsamenschalen ist ja mal richtig eklig. Da hätte ich lieber ein Glas Bittersalz getrunken. Das löst sich gar nicht richtig auf. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Muss ich nochmal nachlesen. Aber nun gut, jetzt ist weg. So, es ist etwas Zeit vergangen. Meine Tochter ist jetzt auch wach. Für sie gibt es den morgendlichen Smoothie. Und für mich gibt es einen klassischen Apfel. Aber ich bin sowieso nicht der Apfelesser und deswegen werde ich mir dazu ein Stück Mango machen. Das ist ja auch erlaubt. Man sagt auch, das sind die Äpfel der Tropen sozusagen. Und das lasse ich mir gleich mal schmecken. Ich werde das Ganze unterstützen mit Probiotika. Dann habe ich leider gesehen, das muss man 10 Minuten vor der Mahlzeit. Das heißt, ich muss mich noch weitere 10 Minuten auf das Essen gedulden. Aber gut, es ist ja für einen guten Zweck. Ja, geht gleich los. Prost! Schmeckt auch nicht so lecker. Und das Töchterchen bekommt ein bisschen Omega-3. Ja. Der Moment der Entscheidung ist gekommen. Mal gucken, ob der Apfel so köstlich schmeckt, wie ich immer im Internet gesehen habe. Mmh. Schmeckt tatsächlich sehr gut. Soll ja lange kauen. Kann ich nur empfehlen, so ein Apfel ist tatsächlich auch für Apfel-Nichtesser sehr lecker. Wisst ihr, ich dachte eigentlich, ich esse die Mango, weil der Apfel nicht so lecker ist, aber der Apfel ist echt lecker. Köstlich. Zum Mittag gab es dann Reis mit Tofu, Gemüse und Salat. Zum Abend gab es Salat mit Thunfisch sowie Brot mit Avocado und Tomate. Unser gewohntes Saatenbrot habe ich leider nicht rechtzeitig angesetzt.
Zum Frühstück gab es heute Haferflocken mit Haferdrink, Jakonsirup und einem Topping aus gekeimtem Müsli. Zum Mittag gab es eine Suppe aus Süßkartoffeln und Linsen. So, da bin ich wieder. Wundert euch nicht, ich sitze hier in meinem Gewächshaus. Denn drinnen ist es durch die Kinder doch ein bisschen turbulent und hier habe ich ein wenig Ruhe, auch wenn der Regen ein bisschen hier klopft. Aber, also, mein Fastenbrechen ist jetzt etwa 6 oder 8 Wochen her, ich weiß gar nicht mehr. Und ich möchte euch kurz erzählen, wie ich das empfunden habe. Also, ich wollte ursprünglich dieses Fasten einmal ausprobieren, weil ich aufgrund dieser ganzen Corona-Geschichte seelisch ordentlich gelitten habe. Ich habe gar nicht mehr diese Kraft, für meine Familie da zu sein, wie ich es gerne würde. Ich bin seelisch ordentlich angeknackst. Jedenfalls habe ich gelesen und mich viel damit beschäftigt, dass das Thema Fasten einen sehr positiven Einfluss auf die Gefühlswelt haben kann und andersrum eben eine geschädigte Darmflora oder auch ein Nährstoffmangel sich negativ auf die Gefühlswelt auswirken kann. Und mit diesem Fasten wollte ich ein kleines Experiment machen, nämlich mal gucken, wie wirkt sich das auf meine Stimmung aus? Habe ich dieses Fasten hoch, wovon immer so gerne gesprochen wird? Und was kann ich daraus mitnehmen? Werde ich das wiederholen oder nicht? Kann ich das empfehlen? Ich habe mir natürlich gewünscht, dass ich das empfehlen kann, beziehungsweise dass ich selber davon profitiere. Aber leider ist das überhaupt gar nicht so ausgegangen, wie ich eigentlich dachte. Und zwar ist bei mir weder das Fasten tief eingetroffen, noch das Fasten hoch. Ich habe diese Zeit einfach ganz normal erlebt, als wie immer, nur dass ich ein bisschen schlapper war und Hunger hatte. Ich hatte immer nur Hunger oder Appetit, beides. Mehr Appetit, würde ich sagen. Und hier laufen meine Schildkröten rum, deswegen. Und anschließend habe ich ja diese Darmsanierung vorgenommen, das heißt einerseits, um noch mal mehr meine Giftstoffe loszuwerden, weil meine Lebensweise jetzt nicht unbedingt dramatisch ist, aber jetzt auch nicht gesund. Und außerdem habe ich anschließend mit Nährstoffen meinen Körper mit Nährstoffen versorgt, indem ich liposomale Vitamine eingenommen habe und auch mit Chlorella, Flohsamenschalen und so weiter gearbeitet habe, damit ich eben meinen Körper wieder nach der Reinigung sozusagen auffüllen kann und dadurch nicht nur eine gestörte Darmflora wieder in den Griff bekomme, sondern eben auch meinen Körper mit Nährstoffen versorge, die eventuell im Mangel lagen. Leider aber hat das so rein gar nicht funktioniert. Ich meine, das wird sicherlich dem Körper gut getan haben, aber in Sachen Stimmung hat sich überhaupt gar nichts getan. Ich fühle mich nach wie vor sehr angeschlagen, möchte auch gar nicht jetzt darauf weiter eingehen, was man noch tun kann, sollte, möchte, was ich schon getan habe oder machen werde, denn darum geht es nicht. Heute geht es nur um das Thema Fasten. Aber ich möchte natürlich nicht entmutigen, denn das Thema Fasten ist trotzdem gesundheitsfördernd. Ich kann also jedem nahelegen, sich mit dem Thema Fasten zu beschäftigen. Es gibt ja sehr viele Methoden, die man da anwenden kann und jeder kann da für sich selber gucken, was in Frage kommt. Ich persönlich halte dieses Heilfasten für das Gesündeste, wenn es auch das Anstrengendste vielleicht sein kann. Für viele nicht. Viele finden das sogar positiv und nehmen sich zum Beispiel eine Woche vor und machen es dann doch 4 Wochen als Beispiel. Für mich persönlich war das nichts, aber es ist natürlich trotzdem gut, den Körper mal zu befreien, zu entschlacken, mit Nährstoffen zu versorgen und ihm das zu geben, was er wirklich für seine Arbeit braucht. Insofern, auch wenn das Video leider kein Happy End genommen hat, wie ich es eigentlich gewünscht hatte, möchte ich euch nahelegen, erkundigt euch,
welche Vorteile hat das Fasten? Auch in Sachen Kinderwunsch kann das sehr helfend sein. Und ja, es hat also viele Vorteile, gesundheitliche Vorteile. Nicht alles spürt man immer, aber lasst euch nicht entmutigen durch dieses Video. Oder wenn ihr selber vielleicht fastet und keinen Erfolg erzielt, trotzdem ist es gut für den Körper und deswegen bleibt dran, schaut, was eurem Körper gut tut, nehmt die Signale ernst, schaut aber auch, was ist natürlich und was ist nicht natürlich, und es ist unnatürlich, wenn man das ganze Jahr über 24 Stunden am Tag auf den gefüllten Kühlschrank zugreifen kann. Mutter Natur hat Saison eingerichtet, indem es unterschiedliche Lebensmittel in unterschiedlicher Menge gibt. Und es tut dem Körper gut, wenn man da ein bisschen Rücksicht drauf nimmt und ihm mal eine Pause von der ganzen Verdauung gönnt und eben mit Nährstoffen versorgt. Achtet gut auf euch, ernährt euch gesund und ja, hört auf eure Intuition und lebt gut im Einklang mit der Natur. Und ja, passt gut auf euch auf. Bis dahin, tschüss!